Ich habe heute den Dr. Philgeorg Klaus hier. Wir sitzen in der Naturheilpraxis List in den wunderschönen Räumlichkeiten. Das ist die Praxis von Anne Witt, der Heilpraktikerin, einer Kollegin von mir und auch dem Dr. Georg Klaus und Sven Angersbach. Wir sind hier zusammen in dieser Naturheilpraxis und ich habe Georg gebeten, mal mit uns zusammen ein Interview zu machen über Ganzheitlichkeit. Hallo, willkommen, Georg. Kannst du uns so ein bisschen was von den Anfängen von Amara erzählen und auch die Gedanken, die dahinter waren, das zu gründen und die Praxisgründung und so weiter? Ja, ich bin eigentlich Lehrer von Grundberuf, habe dann Psychologie studiert und um mich selbstständig machen zu können, bin ich Heilpraktiker geworden und habe schon in meiner Schulzeit gemerkt, dass Ausbildung auch nicht nur sozusagen im Kopf das Wissen zu erwerben, sondern auch, wir sagen das im Herzen, Lernen mit Kopf und Herz, halt die Ganzheitlichkeit eigentlich nicht in so einem schulischen Kontext erlernt werden kann, sondern nur durch das, was man erlebt. Ja, also Ganzheitlichkeit kann man nicht schrittweise erlernen, sondern nur ganzheitlich in einer Atmosphäre oder in einem Zusammenhang. Und dazu wollten wir dann ab 1988 zusammen mit der Praxis, die wir haben, halt eine Umgebung, eine Schulumgebung bauen, in der das möglich ist, in der sowohl rationales Lernen wie auch Erfahrung und Erleben von Ganzheitlichkeit im Mittelpunkt stand. Und wie kommt man jetzt dazu, so ganzheitlich zu denken? Also wenn ich jetzt an meine Anfangszeit denke, wo ich doch eher noch schulmedizinisch eingestellt war, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man ohne ein bestimmtes Erlebnis oder ohne bestimmte Erfahrungen zu dieser Ganzheitlichkeit kommt. Also meistens gibt es irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo man wirklich merkt, das ist jetzt nicht mehr mein Weg, sondern ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen. Und zwar im Studium war das. Ich habe ja normal, wie jeder andere, halt studiert und da sind die Studienfächer ein bisschen fragmentiert, so in Bereiche, die miteinander wenig zu tun haben. Und in meiner Abschlussarbeit habe ich mich um einen Begriff von Spielen, von freiem Spiel gekümmert und habe unter anderem auch Texte von Hildegard von Bingen und Paracelsus und sogar Pfarrer Kneipp und halt so östliche Schriften, die Veden, gelesen und fand das sehr spannend. Fand das auch sehr modern eigentlich in der Aussage für unsere heutige Zeit. Ja, die ja eigentlich im Grunde sich auszeichnet durch Zersplitterung, Fragmentierung, durch ständige Beschleunigung, durch Teilleistungsanforderungen, sodass eigentlich das, was uns Menschen ausmacht, was ich glaube, was uns ausmacht, dass wir ganzheitliche Wesen sind, nicht in der Addition von Dingen, sondern als Qualität, dass uns das eigentlich mehr und mehr abhanden gekommen ist. Ja, weil schon in der Schule werden wir getestet oder überprüft anhand ganz bestimmter Teilaspekte. Wenn sie in Mathe und Deutsch schlecht sind, dann war es das im Grunde. Und da halt eine Erfahrung, das wollte ich immer in meinem Leben, mindestens eben nach dem Studium, bin ich eben nicht in die Schule gegangen, als Lehrer zu arbeiten, sondern bin eher damals in eine Szene gegangen, das war die klassische Selbsterfahrungsszene, wo meditiert wurde, wo Leute nach Indien gefahren sind, also wo man auch sozusagen in der Erfahrung ganzheitlich war und sich da irgendwo auf der Welt etwas gesucht hat, was interessant war dafür. Und das haben wir dann auch gefunden. Und Sie haben ja nach dem Beginn, nach dem Anfang dieser pädagogischen Initiative gefragt. Ich hatte auch immer ein Interesse, das sozusagen in ein Gebäude zu gestalten. Ja. Und da sind wir dann bei der Heilpraktikerausbildung oder bei der Heilpraxis gelandet und wollen eben bis heute Aspekte von Ganzheitlichkeit da hineinbringen. Das heißt zum Beispiel, dass wenn wir uns mit Ernährung beschäftigen, ja, dann kann man das ja fragmentiert machen. Ich könnte jetzt gucken, was gibt es an Ernährungsanteilen, ja, woraus besteht das? Das kann ich messen, man kann nicht messen, was der Körper braucht und kann da irgendwelche Beziehungen herstellen. Dass Ernährung aber ein weites Feld von Erfahrung ist, das sowohl natürlich labortechnische
Bezüge hat, also rein physiologische Bezüge, dass es aber auch so etwas mit Ästhetik zu tun hat. Dass allein, wenn meine Ernährung ästhetischen Ansprüchen genügt, macht das etwas mit mir. Das hat einen Einfluss. Mhm. Dann sowas wie Geschmack. Ja, also alle Sinne, die dann da mit einbezogen werden, die sollten eigentlich in die Beschäftigung mit Ernährung mit einfließen. Mhm. So. Das heißt, die Beschäftigung mit Ernährung als Beziehung zu mir als gesamten Menschen. Ich habe neulich noch was ganz Interessantes gehört. Da war ich auf einem Vortrag und da sprach ein ganzheitlicher Arzt über die Kleidung sogar. Mhm. Auch die Kleidung könnte man mit einbeziehen. Denn wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise kleide, habe ich auch zum Beispiel, wenn ich mich da drin besonders wohl fühle, auch eine bestimmte Form von Sicherheit, die ich dann ausstrahle, die sich dann auf mein Empfinden auch mit auswirkt. Das finde ich auch interessant. Ja. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also das ist das, was ich jetzt so ganz neu noch mit dazugelernt habe. Mhm. Könntest du vielleicht noch was darüber sagen, über die Schule? Ich habe mal so diesen Spruch gehört, der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Mhm. Ist es das, was du so auch mit dem verfolgst in der Schule, dass du sagst, ich möchte meinen Schülern nicht nur beibringen, das auswendig zu lernen, sondern eben auch das in Weisheit umzuwandeln, das heißt, das auch anzuwenden? Was sie da lernen. Genau. Was macht das Amara aus? Ich erinnere mich gerade an eine Situation aus meiner Kindheit, aus der damaligen Volksschule. Da haben die Mädchen immer so ein Spiel gehabt mit Fäden. Ja, da wurden so Fäden gespannt. Und dann kam jemand, hat da reingegriffen, da sah das plötzlich ganz anders aus. Und wir Jungen haben uns gewundert, warum, was da jetzt anders ist. Also, das heißt, es geht eigentlich darum, pädagogische Faktoren zu finden, die uns erlauben, das, was wir an Wissen erwerben, so in uns einzubauen, dass sie Teil unseres Selbst werden. Mhm. Ja? Und dass es größer ist als nur das Wissen. Und ich glaube, das geht so in Richtung von Weisheit. Weisheit hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun, hat aber auch was mit einer positiven, offenen Zugangsweise zu den Dingen zu tun. Ja? Also eigentlich kann ich nur Dinge lernen, die ich auch liebe oder die ich gerne habe, die ich zu mir zugehörig fühle. Mhm. Und gerade diese Zugehörigkeit, die finde ich einen ganz wichtigen Aspekt in unserer Gesellschaft. Ja, weil viele Menschen sich eigentlich, sehen wir auch in der Praxis, abgetrennt fühlen, wenig Zugang zum Körper haben, wenig auf Körpersignale hören können, weil wir abgelenkt sind, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil alles immer schneller wird. Und da einen Weg zu finden und auch zu spüren, was es heißt, sozusagen mit sich ganz, in einem ganzheitlichen Verhältnis zu sein. Mhm. Da gibt es dann viele symbolische Ausdrücke, wie in seiner Mitte sein, im Fluss sein. Ich kann das auch ganz gut an der Naturheilkunde erklären. Während zum Beispiel ein schulmedizinisches Medikament immer einen ganz bestimmten Wirkfaktor hat, Blutdruck erhöhen zum Beispiel. Das sind die meisten naturheilkundlichen Verfahren, die zum Beispiel zur Blutdruckregulation auch führen, haben eine ganz andere Wirkrichtung, weil sie nämlich im Grunde das Fließgleichgewicht des gesamten Organismus so verändern, also die greifen sozusagen in diese Fädenstruktur ein, sodass der Organismus in eine Harmonie kommt. Das findet man bei Paracelsus, dass naturheilkundliches oder ganzheitliches Tun immer in die Richtung geht, nicht an einer bestimmten Stelle etwas zu, also eine Schraube zu drehen oder zu regulieren, sondern immer den gesamten Organismus umzustimmen. So sprechen wir in der Naturheilkunde auch von Umstimmungstherapie. Ja, und die meisten, ich wiederhole das nochmal jetzt, die meisten Medikamente in der Naturheilkunde haben deshalb auch einen regulierenden oder umstimmenden Charakter. Das wird häufig falsch verstanden. Häufig kritisiert die Schulmedizin oder Labortechnik, dass
naturheilkundliche Homöopathika oder solche Medikamente halt nicht in ihrer Wirkung nachweisbar sind. Was die meinen, ist, dass natürlich kein einzelner direkter Wirknachweis kommt, dass aber sozusagen der Wirknachweis nachhaltig über eine Zeit sich in der Umstimmung und Gesundung des Organismus zeigt. Dafür gibt es heute auch noch keine Untersuchungsformen. Das ist auch sehr komplex, so etwas nachzuweisen. Und man müsste vollkommen andere Fragestellungen und Versuchsanordnungen haben, um zum Beispiel homöopathische Medikamente irgendwie, wenn man das wollte, wissenschaftlich nachzuweisen. Wobei immer noch die Frage ist, ob man das überhaupt machen muss. Also ich habe das Gefühl, dass auch in der Naturheilkunde sich so ein Trend entwickelt, der in eine ähnliche Richtung geht wie die allopathische Medizin. Ist dir da auch schon was in der Richtung aufgefallen? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass auch Homöopathen mittlerweile, ich möchte die Homöopathen nicht schlecht machen, aber ich habe in einigen Gesprächen auch mit jungen Kollegen vor allen Dingen das Gefühl, dass sie jetzt mal ganz salopp gesagt bei grünen Punkten im Gesicht das Mittel geben und bei roten Punkten im Gesicht das Mittel. Mhm. Also der Trend geht scheinbar auch schon wieder in diese Richtung. Und hast du eine Ahnung, wodurch das passiert? Ist das vielleicht durch unser Schulsystem mittlerweile schon, was wir in den Heilpraktikerschulen haben, dass sich sowas überhaupt entwickeln kann? Das ist sicherlich ein Grund. Zunächst mal glaube ich allerdings, dass das hat etwas damit zu tun, dass es eine Annäherung der schulmedizinischen Vorstellung von Therapie und Heilung und der Naturheilkundlichen gegeben hat, dadurch, dass zum Beispiel Homöopathiker und andere Naturheilverfahren teilweise erstattungsfähig werden durch die Kassen. Und die Kassen fangen natürlich an, so mit ihrer Art zu denken, nämlich mit einer nicht ganzheitlichen Art, sich auf die ganzheitliche Therapie zu setzen und zu versuchen, da Erfolge zu erzielen, das ist natürlich sehr fragwürdig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Eigentlich glaube ich eher nicht. Mhm. Homöopathiker haben nicht so einen einzelnen, direkten Wirkungsstrahl wie meinetwegen Kopfschmerzmittel, das irgendwas mit den Gefäßen im Kopf macht. Ja, die Homöopathie, klassische Homöopathie, basiert ja darauf, dass der Homöopath sich ein ganzheitliches Bild macht, in einem 2 bis 3 Stunden Gespräch ganz viele Aspekte des Patienten sich Aspekte erfragt über die sogenannte Repertorisierung und erst diese gesamte Information von vielen hunderten Einzelteilen führt dann zu so einer Art wie Gestalt, könnte man sagen, Medikamentengestalt. In der Homöopathie heißt es auch Arzneimittelbild. Mhm. Und das kann dann sein, dass ein Kügelchen, sagt man ja immer, genau diese Gestalt widerspiegelt und beeinflusst. Mhm. Und man muss selber ganzheitlich denken können oder eine Liebe zur Ganzheitlichkeit, heißt zur Öffnung haben, sich für Ganzheitlichkeit öffnen können, um überhaupt so arbeiten zu können. Wenn ich anders geschult bin, wenn ich meinetwegen klassisches Medizinstudium habe und halt nach Büchern oder ICD heißen die Bücher, Krankheiten lerne einzuschätzen, wenn ich Standardtherapien erlerne und so weiter, glaube ich, dass der Schritt dazu plötzlich ein bisschen so wuselig ganzheitlich zu werden, nicht so einfach ist. Das mag bei einigen gut gelingen, aber bei vielen nicht. Das sehen wir eben genau an dem, was du sagst, dass halt viele, insbesondere wenn Schulmediziner sich so an die Naturheilkunde, die klassischen Homöopathie oder chinesische Medizin Themen machen, dann wird das häufig als Ersatz für Medikamente gebraucht. Mhm. Wenn auf der Seite, meinetwegen der Heilpraktiker, es Menschen gibt, die das charmant finden, dann wünsche ich denen viel Glück. Aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube, für uns ist es wichtig, wirklich die Ganzheitlichkeit oder die Naturheilkunde ist eigentlich fast das Gleiche, mit allen Aspekten zu unterstützen und wachsen zu lassen. Also wir stehen da ja in einer ganz alten Tradition. Es heißt ja immer, wir seien die alternative Medizin oder komplementär. Das stimmt ja gar nicht. Uns gibt es seit den Neandertalern. Wir waren zuerst da als Naturheilkundler. Ja? Das heißt, die Alternative ist eigentlich die Schulmedizin, wenn man jetzt ein bisschen böse wäre. Ja. Aber das wollen wir ja nicht sein.
Ich hatte das vorhin auch, glaube ich, etwas anders gemeint. Mhm. Denn es wird ja, gut, das ist die eine Seite, du sagtest ja, die Pharmaindustrie, die versucht so ein bisschen da die Therapeuten in eine Richtung zu drücken, indem sie ja auch zum Beispiel ganze Programme herausgeben für bestimmte Erkrankungen, ja, dass man da so Hefte bekommt. Ich bekomme sie ja selber auch, da steht dann drin, bei der und der Erkrankung, dann nimmt man die und die und die Mittel in der Kombination und so weiter. Also das meinte ich schon so ein bisschen mit der Trend geht dahin. Die jungen Kollegen greifen das auch so auf und denken, das sind halt die Bausteine, wenn ich die so zusammensetze, dann passt es. Und was ich eigentlich denke, ist, die Ganzheitlichkeit in dem Sinne ist etwas verloren gegangen. Ich habe das daran gemerkt, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, dass ich gespürt habe, ja gut, ich möchte gern was über Zahnmedizin veranstalten oder so. Und dann habe ich mit Kollegen besprochen, die dann gesagt haben, nee, ich brauche mich um Zahnmedizin nicht zu kümmern. Ich mache nur ein bisschen Granio oder ich mache nur ein bisschen Homöopathie. Da spielt die Zahnmedizin für mich keine Rolle. Außerdem ist die Zahnmedizin ja für uns sowieso kein Thema, weil wir dürfen an den Zähnen nicht arbeiten als Heilpraktiker. Da gibt es einen Zahnarztvorbehalt. Aber es ist aber doch wichtig, und das gehört halt einfach zu einer ganzheitlichen Sicht, dass wir das mit einbeziehen. Und ich habe das Gefühl, das geht immer und immer mehr verloren. Und da wird nur, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Produkten gearbeitet oder mit Geräten oder wie auch immer. Und sie sehen den Menschen nicht im Ganzen, sodass sie sagen, Mensch, auch wenn ich das selber nicht leisten kann, du musst aber zum Zahnarzt. Und auch wenn ich das selber nicht kann, du musst dein Haus untersuchen lassen, du brauchst eine elektrobiologische Hausuntersuchung. Ich kann es selber nicht durchführen, aber ich schicke dich dahin, dass der Mensch in einen Verband eingeschlossen wird, wo zum Wohle des Patienten mit allen zusammengearbeitet wird. Das, finde ich, macht für mich auch Ganzheitlichkeit aus, dass ich auch als Heilpraktiker sagen kann, pass auf, ich habe hier einen Kollegen, der kann das besser wie ich, als dass ich selbst mit einem Bauchladen durch die Gegend laufe und sage, ich mache alles, aber irgendwie nur ein bisschen. Was hältst du davon? Was hast du für ein Gefühl? Wo geht der Trend hin? Ich glaube, es hat so zwei Richtungen. Das eine ist, dass ich glaube, dass die Schulmedizin, nehmen wir mit dem Zahnarzt, dass die wirklich ihre Stärke in akuten oder konkreten Leidenssituationen oder Schmerzen hat oder so etwas. Und dass wir alle, wenn wir ganzheitlich denken, muss das Teil unserer Identität sein für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und die Naturheilkunde eher so nachhaltig, prophylaktisch und nachhaltig arbeitet. Wir merken das bei uns, dass wir eigentlich, wenn Menschen mit schweren Erkrankungen, mit Krebserkrankungen oder schweren chronischen rheumatischen Erkrankungen ankommen, dass wir sie schon darüber aufklären, welche Möglichkeiten es in dieser Gesellschaft gibt. Und mit ihnen in so einer Psychoedukation bearbeiten, was sie davon sinnvollerweise für sich in Anspruch nehmen sollten. Parallel zur Naturheilkunde natürlich. Mhm. Bei uns ist das überhaupt nicht so in unserer Praxis. Auch in der Schule versuchen wir eben, dieses Feld zu befrieden. Also ich muss auch die Dinge, die ich nicht anbiete, als Teil meines Angebotes den Patienten gegenüber verstehen. Ja, da bin ich vollkommen auf deiner Linie. Mhm. Ja. Und wie bindest du das jetzt in die Schule mit ein, diese Erfahrung, die du da hast mit dieser Ganzheitlichkeit? Was macht deine Schule aus, was vielleicht bei anderen eher fehlt, ohne sie schlecht machen zu wollen? Was denkst du, was deine Schule ausmacht und anders ist? Mhm. Einmal ist es sicherlich die allgemeine Atmosphäre, die wir haben. Ja, also, dass wir so eine freundliche, klassische, von Fröbel oder Pestalozzi kenne ich so Schriften darüber, eine klassisch freundliche, liebevolle Atmosphäre haben, dass die Schüler mit allem zu uns kommen können, auch mit ihren Problemen, die sie haben, da muss sich keiner quälen. Dann haben wir natürlich in den naturheilkundlichen Seminaren fast immer Leute, die, wie Herr Ott zum Beispiel, das, was sie lehren, lange, lange tun. Wir haben ganz viel Erfahrung. Und wir haben ein Ambulatorium und eine Modellpraxis, wo unsere Schüler halt das ausprobieren können. Das haben nicht viele Einrichtungen, weil das einfach zeitaufwendig ist, weil wir Dozenten finden müssen, die Lust dazu haben und weil es eben auch teuer ist. Und ich habe bei ehemaligen Amara-Schülern festgestellt,
die hängen scheinbar den Rest ihres Praxislebens wirklich an Amara, also mit dem Herzen. Ne? Mhm. Und kommen auch immer wieder gerne hier zurück, habe ich festgestellt. Und reden auch mit einem Leuchten in den Augen über Amara. Und sagen teilweise auch, ich habe da jetzt gerade einen ganz konkreten Fall vor Augen, ohne Amara wäre ich heute nichts. Das habe ich also so von anderen Schulen bisher noch nicht gehört. Und wie gesagt, meine eigene Schule, sie war gut. Ich bin da hingegangen, aber ich bin da nie zu Hause gewesen. Ich habe mich da nie zu Hause gefühlt. Ich habe zwar alles gelernt, was ich wissen musste. Ich habe die Prüfung geschafft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nochmal wieder hinfahren möchte oder so. Also da denke ich schon, dass Amara da was ganz besonders richtig macht. Also ich vermute mal, das hat etwas damit zu tun, dass wir eine Art von Lernatmosphäre versuchen zu kreieren, an der alle teilnehmen. Ja, also auch die Schüler kreieren diese Lernatmosphäre. Wir duzen uns zum Beispiel zum großen Teil. Wir gehen auch mal einen Kaffee trinken. Wir haben auch natürlich ein pädagogisches System, das das widerspiegelt, dadurch, dass wir Einzelstunden, Kleingruppenstunden haben, dass die Schüler in der Lernwerkstatt sich selber ausprobieren können. Das ist also wirklich eine aktive Unterstützungssituation bei Amara gibt. Mhm. Und natürlich dadurch, dass auch unsere Dozenten begeistert sind von dem, was sie tun. Ja? Also die leben das. Man nennt das auch Lernen am Modell, jetzt rein pädagogisch, falls es jemand interessiert. Das heißt, alle Dozenten, die bei uns arbeiten, sind Modelle für das, was sie tun. Sodass, wenn ich jetzt einen homöopathischen Unterricht kriege, gleichzeitig mir da ein Modell eines Homöopathen habe und gucken kann, habe ich da jetzt eine Öffnung oder finde ich das nicht so interessant oder zieht es mich genau dorthin oder zieht es mich zu dem chinesischen Mediziner, was übrigens ein Arzt ist, der das bei uns macht, der auch an der Hochschule unterrichtet. Also wir wollen immer so Kooperationen bieten, Synergien. Und das Ganze bringt, glaube ich, eine Atmosphäre von Einladung. Mhm, ja, es ist sanfter, es ist einfach kommunikativer. Ja. Unser Schüler, ich kriege immer wieder Anfragen von Schülern, die da eine Praxis haben, die sich orientieren müssen, die mich zum Kaffee einladen. Mhm. Wir haben eine ganze Reihe von Schülern, Schülerinnen, die mal assistieren. Mhm. Wir haben jetzt Schüler, die bei ehemaligen Schülern, die jetzt eine Praxis haben, assistieren. Also so entsteht halt ein Netzwerk von Beziehungen, sodass es weiterträgt. Ja. Und wir haben natürlich aber auch Fortbildungen, die das auch unterstützen. Also wir haben zum Beispiel sowas wie humanistische Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Und diese Fortbildungen sind natürlich persönlichkeitsbildend auch. In der Homöopathie ist es natürlich genauso, weil man durch viel Selbsterfahrung halt sozusagen seine eigenen Stärken oder seine Position im Rahmen dieser ganzheitlichen Naturheilkunde finden kann. Wir haben Wiederholungsmöglichkeiten, niemand wird da allein gelassen. Und ich glaube, das sind so alles so kleine Anteile, die dann eben eine Gestalt ergeben, die dann so erfreulich ist, wie du das jetzt sagst. Ja, ich sehe das aber auch, ich sehe ja auch die hinter den Kulissen. Ja. Ich kann da ja auch hinterschauen, weil ich nun für euch auch ein bisschen tätig bin und sehe auch, dass sich das auch bis in die Belegschaft natürlich fortleitet, ja, sozusagen, dieses Gefühl von Ganzheitlichkeit, Herzlichkeit, der liebevolle Umgang miteinander. Natürlich gibt es da auch mal Zankereien, aber die werden ganz anders aufgenommen. Ich habe das also schon öfter beobachtet, dass die Kollegen untereinander dann plötzlich erstmal innehalten, wenn sowas im Gang ist, und dann erstmal durchatmen und dann wird sachlich angeschaut, was habe ich jetzt überhaupt gesehen, ja. Was war wirklich da und was ist meine eigene Interpretation, dass man das reflektiert und dann hat sich das eigentlich auch schon wieder aufgelöst. Mhm. Sowas kann man in einem normalen Betrieb so nicht finden. Mhm. Also das denke ich, dass sich das bei euch auch fortleitet auf alle Ebenen. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Also ich glaube, wenn man mit Naturheilkunde oder gerade ganzheitlicher Naturheilkunde umgeht, dann ist natürlich auch alles Teil dieses Feldes, was dazugehört. Mhm.
Ja, also ich kann nicht, soll ich das sagen, nur durch Frontalunterricht kann ich nicht Empathie und Interesse am Menschen oder Herzlichkeit vermitteln. Das geht nicht. Ich muss ein Feld schaffen, in dem das geübt wird und wir das halt miteinander machen. Insofern ist die gesamte Schule ein Lernfeld. Ja, also Authentizität. Richtig, zum Beispiel. Ja. Ja. Sicherlich eins. Das denke ich auch. Das ist das, was ihr transportiert und was ich auch wahrgenommen habe bei euch. Ja, und wir sind halt auch immer offen. Das gehört wieder zur Ganzheitlichkeit für neue Dinge. Mhm. Wir arbeiten ja hier zusammen. Mhm. Und ich finde das toll, was du kannst. Mir ist ganz klar, dass ich viele Dinge, die du richtig gut kannst, überhaupt nicht kann. Und ich kann das auch gut so stehen lassen. Mhm. Also ich muss da nicht jetzt irgendwie für mich eine Konkurrenz entwickeln oder irgendwie zeigen, dass ich an anderen Stellen besser bin. Also diese ganzen Dinge, die wir in unserer Welt häufig finden, so Abgrenzungen, die finde ich eigentlich in meinem Leben für meine Entwicklung nicht so spannend. Sondern ich finde eigentlich spannender die Frage, wie können wir uns gegenseitig bereichern? Also wie kannst du aus dem, was du mitbringst in die Schule, was eine ganz neue Farbe ist, niemand ist so wie du, niemand ist so wie ich und wir bauen ja, wie gesagt, dieses Amara-Gebäude auf, das größer ist als die Summe der einzelnen Menschen. Ja, Herr Georg, ich danke dir ganz recht herzlich für das tolle Gespräch, das war sehr informativ. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie schalten bald wieder ein.